Herzlich willkommen zu WWVino. Heute springen wir nach Dänemark, da gibt's was aus der Kirche. Bis gleich. So, wie gesagt, heute sind wir in Dänemark, da gibt es was aus der Kirche und zwar sind wir auf der Insel Lolland. Lolland ist die drittgrößte Ostseeinsel in Dänemark und die machen da seit 2006 in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, haben die sich, wie gesagt, mal ein Start-up, wie man so schön sagt, die machen kein Likör, was in Dänemark sehr, sehr viel gemacht wird aus Früchten, sondern die machen einen richtigen Wein. Der Hammer ist von der Machart her, er ist aus der Stevensberg, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Stevensberg-Kirche. Die ist nicht zum direkten Verzehr geeignet, aber man kann da köstliche Dinge mitmachen. Ja, wie gesagt, die machen einen Wein und das Besondere der Machart ist halt, der Wein liegt 30 Monate im Holzfass. Wie jetzt zum Beispiel teure Weißweine aus Burgund und Montrachet oder so, die liegen auch sehr, sehr lange in den Holzfässern, sind dann irre teuer. Wie gesagt, das Produkt liegt 30 Monate im Holzfass und hinten drauf kriegt es einen ganz kleinen Kick vom hauseigenen Destillat und das werde ich jetzt mal probieren. Ich bin mal gespannt. Nase ist ganz klar Kirsche. Alkohol ist auch vorhanden, aber nicht fördergründig. Also das ist... Machen die schon ganz gut. Skål! Oh, Junge, Junge! Alter Däne! Das ist ein cooles Zeug und aus der Kirche gemacht, mit ein bisschen Destillat obendrauf. Da kommen die 15% her. Lecker! Fazit von mir, wer auf Kirschen steht oder wer auf die Kirche steht als Getränk, der tut sich hier einen großen, großen Gefallen. Angst vor den 15% braucht ihr nicht zu haben. Die machen das wirklich super, perfekt eingebunden. Das Produkt würde sich einmal offen im Kühlschrank mehrere Monate halten, bei mir aber nicht. Deswegen, also, viel Spaß damit, macht's gut, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Und Abo dalassen. Kirche. Das war doch gut, oder nicht? Komm, der war gut. Leute, ich finde das gut. Bis gleich. Das war ähnlich. Bis gleich, doch. Nicht so wenig. So wenig. Ist cool.